Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich habe euch heute den 705 Alpha mitgebracht. Das ist ein russischer Heavy. Der russische Heavy Bomb, da können wir direkt mal reingucken. Der spaltet sich nämlich hier auf ab dem IS. Also spaltet sich vorher schon auf, aber bei den Heavys geht er hier beim IS, spaltet er sich auf in den IS-3 und den ISM und geht dann über den ISM weiter zum 705 und dann zum 705 Alpha. Die gerade die drei, also ja, die Russen Heavys, die kann man allgemein eigentlich sehr gut spielen, aber die spielen sich halt noch mal besonders und ich finde eigentlich auch recht gut durch den hinten liegenden Turm ab dem ISM. Der ISM, viele meckern über den, viele mögen den überhaupt nicht. Ich bin mit dem eigentlich sehr gut klar gekommen, habe mit dem echt gute Runden gehabt, hab ja, sie gerade waren nicht so prall, aber das lag halt häufig nicht an mir, würde ich sagen, weil ich mit dem eigentlich ganz gute Runden habe. Wie gesagt, gerade durch diesen hinten liegenden Turm kann man den halt dann schön im Sidescrape spielen. Winkelt man den hier so an und dann kann man hier rüber schießen, wenn man den Turm dreht und hat hier so einen schönen Autobounce-Winkel. Das kann man ja sehr gut machen und das zieht sich halt so durch mit dem 705 und auf Stufe 10 jetzt mit dem 705 Alpha. Und ja, der Bock, der macht mir halt echt Spaß. Spielt sich wirklich gut mit seinen 750 Schaden, 650 Schaden, 250 Durchschlag, 14 Sekunden Reload, kommt da auf 2700 Schaden die Minute jetzt hier in meinem Setting. Ich habe natürlich einen Ansatz und eine Lüftung verbaut, um das ein bisschen hochzutreiben und Rationen noch mit drauf. Aber ja, also der Reload, der kommt mir ein bisschen kürzer vor. Er tippt immer Autos, hat man das Gefühl, das dauert ewig. Bei dem jetzt eigentlich, also die 14 Sekunden, die vergehen hier recht schnell. Nachteil ist natürlich vorne, dadurch, dass wir den hinten liegenden Turm haben, ist die Gun Depression nicht so gut. Wir haben hier nur 5 Grad Gun Depression, also nach vorne runter. Nach oben haben wir 20 Grad, das ist schon ein bisschen besser, aber runter guckt er halt nicht gut. Ist aber auch normal bei hinten liegendem Turm. Ich glaube beim Chrysler jetzt trotzdem richtig gut, aber bei dem hier nicht. Aber ansonsten spielt er sich echt gut. Der hat einen super harten Turm, 330 mm, ohne Kommandantenluke, die hier groß rausragt. Also wenn man den wirklich schön halbdown spielt, man braucht auch wirklich nur das untere Stück Wanne verstecken. Auf der Oberwanne, da kommt auch nicht durch. Hat er 175 mm, aber ordentlich angewinkelt. Das heißt, hier bounced alles weg, was darauf prallt, fast alles. So ein Yacht-E, der kann auch mal durchballern, aber in der Regel prallt er alles ab. Und dann, wie gesagt, kann man schön in Sidescrape stellen durch den hinten liegenden Turm und schießt über die Seite. Und wie gut er sich spielt, gerade mit Chuck Norris, da zeige ich euch jetzt mal in zwei Videos. Euch mal ein bisschen die Vorteile von diesem Auto zeigen. Und ja, was ist zur Mobilität noch zu sagen? Er ist halt sau schwer. Wiegt 100 Tonnen. Und ja, mit seiner 1500 PS Motorleistung kommt er auf 40 km/h vorwärts, 15 km/h rückwärts und ich sag mal, es gibt trägere Autos. Also für das Gewicht, für die Masse, gerade für so ein schweres, hartes Auto, finde ich, fährt er sich doch recht agil. Ist ja von den Werten, glaube ich, ähnlich wie der E75. Der hat, glaube ich, auch 40 vorwärts, 15 rückwärts. Das kann man schon ganz gut machen. Und naja, Sichtweite 450 Meter jetzt hier in der Variante geht, kann man machen. Gibt schlimmere, zeig mal. Dann starten wir mal in die ersten beiden Runden. Ja, da sind wir in der ersten Runde mit unserem 705 Alpha wieder hier auf Proferowka. Und ja, haben hier wieder ein 9er, 10er Matchup. Ja, 9er, 10er Matchup. Wir sind natürlich der ganz große oben, ganz hart und groß und schwer. Und ja, sind der Einzel 10er Heavy. Im Gegnerteam haben wir zwei 10er Heavys, den EN100 und die Maus. Und ja, na, was macht man als Heavy, wie letztens im E75-Video? Man fährt hier an sich an die Mitte ran. TVP, T50 vor uns wäre ja wahrscheinlich eher auf dem Berg oder auf dem, im Wald auf hier hoch. Hat ein bisschen Panzerung, kann aus der Distanz schön genau schießen. Und ja, ist hier, kann verstehen, was er hier versuchen will. Er will ja, glaube ich, versuchen, eher na, auf den Berg hoch zu zielen. Da vielleicht ein bisschen was abzufahren, aber naja, ich sag mal so, in dem Matchup hier wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er im Wald gefahren wäre. Wir haben hier wieder zwei Lights, zwei Artis noch dazu. Und ja, unsere Lights, können wir mal gucken, die sind da drüben. Eber fährt vor, versucht natürlich alles aufzumachen.
Manticore stellt sich oben versteckt hin. Wir sind jetzt erstmal offen und geben dem Minotaure, der eigentlich an der guten Position ist. Der ja, ist ja so ein harter Durchbruchspanzer. Steht da an der Kante, Heildauern eigentlich sinnvoll, aber wir haben ihn trotzdem gegeben. War, ja, darüber haben wir uns sehr gefreut. Und ja, wir gucken mal, was machen unsere Leitsender drüben eigentlich. Unsere Leit drüben im Wald. Mantico hat gekriegt, Eber hat gekriegt und ja, also ja, recht wieder richtig Glück mit der Lights V in dem Video mit dem E75 zuvor. Und ja, wieso habe ich euch das Video jetzt mit ihr gebracht? Das ist mir in die Arme gefallen, kurz nachdem wir E75 gespielt haben. Haben wir das gespielt. Und ich habe euch ja im E75 Video gesagt, dass am wichtigsten halt hier die Mitte ist, die mit dem Heavy irgendwie zu bespielen, aufzumachen und der Berg, dass die beiden Positionen sich hier gegenseitig so ein bisschen bedingen und unterstützen. Und im Wald reicht das ja eigentlich, wenn man ein paar Aufklärer hat, in zwei Aufklärer und dann noch 2-3 TDs hinten, die da schön abfarmen können. In unserem Fall haben wir jetzt schon beide TDs verloren, beide Lights verloren, haben keine TDs hinten, haben nur unsere Foch. Ansonsten haben wir auch keine TDs im Spiel und haben noch den T10, der heavy ist, da eigentlich vielleicht nicht so aufgehoben ist. Wir haben noch einen Heavy, einen TNH, der steht lieber da oben auf dem Berg. Aber das Problem ist, wir haben jetzt schon zwei Autos, die hinten über dem Berg rüber sind. Die anderen bleiben da oben stehen. Das ist schon mal ein großes Problem. Und der Feind hat dadurch, dass wir unseren Light rausgenommen haben, oder unsere beiden Lights, natürlich den Sichtvorteil im Wald. Wir haben letztes Mal gesagt, der Wald ist nicht so wichtig, aber in dem Spiel sieht man, der Wald ist sehr wichtig. Wir haben hier nicht mal 3 Minuten rum und eigentlich haben wir den, also nicht eigentlich, wir haben den Wald schon verloren. Der AMX 50-120 ist noch hinten, genauso wie der TVP. Und ja, wieso der AMX M4 jetzt hier vor uns aufhebt, weiß ich auch nicht. Aber ich sag mal, den Schaden nehmen wir ja mit. Und ja, wie wir sehen, der Eber macht hinten alles auf. Dadurch schießen die aus dem Wald natürlich dann alle zu Klump. Das ist noch der TVP, war nur noch der TVP im Wald. Jetzt sind nur noch die Arti. Und der Gegner kann hier einfach durch den Wald durch, machen was er will. Führt hier schon 6-3. Nee, wir machen hier an sich. Haben wir ein gutes Spiel gemacht hier in der Mitte. Aber dadurch, dass wir jetzt halt komplett den Wald verloren haben, der Gegner da über die komplette Front aufgestellt ist, können wir jetzt hier nicht mehr viel reißen. Wir haben ja nach 3,5 Minuten haben wir zwar unsere 3400 Schaden gemacht und 1200 Unterstützung. Aber leider das Spiel trotzdem verloren. Also jetzt schon verloren. 3-8, da ist nicht mehr viel zu machen. Können ja noch mitnehmen, was geht. Aber ja, ganz klare Fehler waren halt die Lights, die sich so schnell weggeschmissen haben im Wald. Und die anderen, die, sag mal, wenn wir mal hier hinten gucken, hier vorne am Berganfang stehen geblieben sind, anstatt alle zusammen hier vielleicht rüber zu pushen, einen Gegenpush einzuleiten und dem Feind an den Rücken zu fallen, sind sie hier hinten stehen geblieben in der Hoffnung, dass sie hier einfach 1-2 Treffer an den Mann bringen können. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass unsere Lights hier im Wald weg waren, konnte der Gegner hier durch, der Eber hat alle doof gemacht. Die hinten standen, haben die dann halt rausgenommen. Und dadurch war die Runde hier sehr schnell entschieden. Und ja, jetzt kommt der Mino hier rum, fängt sich nochmal inne. Da haben wir 4750 Schaden ungefähr auf der Uhr, 1600 Unterstützung. Aber das war's denn auch. Da sehen wir, wir können hier an sich eigentlich machen, was wir wollen. Können hier die Position richtig anspielen. Können, sag mal, schon einen entscheidenden Einfluss nehmen. An unserer Position zumindest, aber nicht aufs Gesamtmatch. Wenn die Struktur des gesamten restlichen Teams nicht so da ist. Und ja, die Leute nicht die Position einnehmen, die sie einnehmen sollten vielleicht. Und ja. Ja, so, zweite Runde mit dem 705 Alpha. Wir sind hier wieder Top-Tier auf Kloster. Haben wieder unseren Unterfeldwebel dabei, diesmal im VZ55. Was auch ein sehr guter Panzer ist, kann ich auch nur empfehlen. Ja, gibt ja ein paar wirklich gute Heavies, sag mal, die jetzt reingekommen sind. VZ55, Kranwagen, auch nach seinem Nerf, trotzdem noch Top-Panzer. 60 TP habe ich selber nicht, kann ich nicht so viel zu sagen. Hier E75 natürlich diese eine Liebe, die wahre Liebe. Und ja, wir fahren natürlich hier zur ja, Canyon-Seite mit Lights. Lights, naja, würde ich gerne in die Mitte fahren. Oder halt auch an die Flussseite.
und mit Mediums und leichteren TDs auch eher zur Flussseite, dass man da aufmacht und ja, versucht ein bisschen besser getan zu sein. Aber Heavies fahren wir natürlich hier rüber, spielen unsere Panzerung hier aus. Hier brauchen wir nicht viel Sichtweite, aber keine Büsche. Hier jetzt einfach direkt sich gegenüber zu stellen und möglichst dick in die Fresse zu hauen. Und mit welchem Heavy auf Stufe 10 geht das besser als mit dem 705 Alpha? Ja, wir gucken hier, Unterfeldhübe guckt hier vorsichtig um eine Ecke mit dem VZ. Ich sag mir, okay, ich guck mal oben rum und nutze hier meine schöne Panzerung, meine schöne, kann den ja auch super im Sidescrape spielen. Aber dadurch, dass wir hier, sag mal, so eine kleine Senke haben, brauchen wir das hier nicht mal unbedingt. Und dann gucken wir hier mal vorsichtig um die Ecke. Warten darauf, dass da einer rumkommt. Da kommt eigentlich immer irgendjemand rum. Ja, da sind wir erstmal am AMX gebounced. Er aber auch an uns. Und wie gesagt, hier können wir unsere Panzerung super einsetzen. Er guckt nochmal vor mit seinem AMX. Man darf hier nicht zu weit hochfahren. Nicht, dass man dann doch auf der Unterwanne kriegt hier unten. Und zu weit hochkommt. Ist nicht groß, aber ist treffbar. Und da ist schon T95. Der. Ja, Reward-Panzer, super stark. Gerade im Halldown hier in der Runde muss ich auch merken, dass er auch im Sidescrape eigentlich ganz stark ist. Dass er da auch einen wegstecken kann. Und hier haben wir einen CC1 MK2. Halldown kann man den super spielen, aber so wie er da steht, seine Wanne komplett zeigt, ist natürlich verschenkte Potenzial. So, T95 fährt auch rüber. Auch mit hinter den Stein. Und ja, dann haben wir noch eine Foch. Ah, CC1, wie gesagt, der spielt ihn komplett falsch hier. Ich hätte ihn eher vielleicht auf der anderen Seite spielt. Hier guckt, dass man da ein bisschen Hügelchen oder Felsen nutzen kann, um die Wanne unten zu verstecken. Aber so spielt er den halt komplett falsch. Und hier sehen wir beim T95, wir haben nur vorne an der Unterwanne oder vorne an der Wanne einen grünen Punkt. Ansonsten die Seite ist komplett rot. Da haben wir echt Probleme. Ich bin auch nicht mit Heat oder so, dass wir da bouncen könnten oder an der Kette hängen bleiben. Und mit AP haben wir da an der Seite echt Probleme durchzukommen. Da haben wir ein bisschen gewackelt, sind dadurch dann wahrscheinlich auf die Oberwanne gekommen statt auf die Unterwanne. Und wir haben jetzt gesehen, dass der Feind hier unten ziemlich durchdrückt. Unser E75 ist hier stark im Bedrohung, hat die Kette hier verloren, kann deswegen nicht wegfahren. Und der Mäuschen checkt nicht, dass wir hier eine sinnvolle Position einnehmen wollen, drückt hier noch ein bisschen gegen, aber wir setzen uns hier durch, stellen uns in den Sidescrape und sind damit super stark. CC1 nochmal schön oben durch den Turm. Muss die Kommandantenluke durch. Und hier hätten sie einfach, der Gegner hätte hier komplett massiv rumdrücken müssen. Also ich meine, die haben hier die Firepower, die haben hier noch Autos, die haben hier noch die HP zum Einsetzen. Der AMX ist voll. Daneben war noch der S-Kong, der ist auch noch voll. Der VZ, der TNA, der ist noch voll. Also hätten sie einfach komplett rumdrücken müssen, hätten uns in eine Zange genommen und dann hätten sie uns hier ratzfatz weggenommen. Aber dadurch, dass wir ein bisschen zu vorsichtig spielen, können wir hier unsere Sidescrape-Möglichkeit schön nutzen und wieder noch einen Schuss bouncen. Dann nehmen wir den AMX, da ist das Mäuschen dann auch weg. Jetzt sind wir von der Seite, haben wir noch Unterstützung hier vom T30, hinter uns ist noch der 60 TP. Und weiter geht's. Wir haben schon 2280 Schaden gebounced, 2700 gemacht. Dadurch, dass sie alle so dicht dran stehen und ihre Ziele selber aufmachen, haben wir natürlich jetzt keinen Unterstützungsschaden groß, nur ein bisschen von der Arti, glaube ich, die 800. Oder Ketten ziehen, weiß ich gar nicht genau, was war da. Aber hier wieder schön im Sidescrape, schön gebounced, das hier super. Genau dafür ist er gemacht. Tun uns hier aber auch ein bisschen schwer auf dem Turmdach vom TNA. Da bauen sie mal auch das eine oder andere mal ab. Und anstatt jetzt hier beide rumfahren und mir schön komplett in die Seite fallen, ziehen sie sich wieder zurück. Aber wahrscheinlich haben sie Angst vor dem 60 TP hinter mir. Aber manchmal muss man halt dann doch entscheiden, ein bisschen offensiver zu werden. Problem ist nur häufig, dann wird man selber offensiv und von den Verbündeten kommt keiner mit. Jetzt hat man eine Lehnerin, bringt vielleicht noch einen raus und kassiert von den anderen. Das ist halt immer schwierig. So, da haben wir schon 3700 Schaden gebounced. Fast 400 gemacht. 3700 gemacht. Nochmal einen Kill mitgenommen. Und 1200 Unterstützung durch die Arti.
Dann versuchen wir es hier mal ein bisschen durchzuschieben. Die Wracks zu nutzen zu unserem Vorteil, um die untere Wanne ein bisschen zu verstecken. Oder geht der auch noch raus? Denn ist die ganze Seite ja eigentlich zu tief frei. Dann ist hier Arti, die will schnell weg. Und haben wir noch einen CC1, der bounced. Wir nehmen ihn raus. Waren sie jetzt nur 90 HP, aber nochmal Kill Nummer 2 mitgenommen hier. Ein bisschen am 60 TP reiben. Und da kommt der S-Kong um die Ecke, zündet uns an. Und dadurch, dass wir natürlich Rationen drauf haben und kein Feuerlöcher, brennen wir jetzt hier leider ab. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Lucky für den S-Kong. Aber ja, im Endeffekt holt er jetzt hier auch nicht mehr raus, der S-Kong. Hat noch ein bisschen Schaden gemacht durch den Brand. Aber wir haben hier 3800 Schaden, 4200 Bounce und 1200 Unterstützungsschaden gemacht. Und im Endeffekt den Sieg eingefahren. Ja, dadurch, dass der Feind halt einfach nur ein bisschen zögerlich war, haben sie jetzt im Endeffekt verloren. Hätten sie zusammen rumgedrückt, hätten sie uns weggedrückt und höchstwahrscheinlich, ist man immer nicht hundertprozentig, aber hätten sie auf alle Fälle bessere Chancen gehabt, als Stück für Stück sich einfach ihre Kellen abzuholen und an der Panzerung zu bouncen. Gut, dann gehen wir mal noch in die Auswertung. Da sind wir in der Fechtsauswertung. Wie wir hier gerade sehen können, hat er uns für die Runde 1 keine vernünftige Fechtsauswertung gegeben. Wüsste ich nicht, was jetzt das Problem war. Wahrscheinlich irgendein technisches Problem oder so. Dann gehen wir einfach mal in die zweite Runde. Und für die zweite Runde haben wir eine schöne Auswertung. Da sehen wir, haben wir 3827 Schaden gemacht, 4200 Schaden gebounced, 1259 ermöglicht und 2 Kills gemacht. Ja, haben wir so einen Speer wieder gekriegt, wie mit dem E75. Irgendwie machen wir mit den dicken Autos immer schön Speer. Ja, im Teamscore sind wir natürlich auf Platz 1 gelandet hier oben. Der andere VZ hat auch 3900 Schaden gemacht, 3 Kills hat er gemacht, aber wahrscheinlich nicht so viel ermöglicht. Oh doch, er hat auch 1500 Schaden ermöglicht. Aber wieso auch immer ist er unter uns gelandet, von der Auswertung 50 Punkte, 55 unter uns. Und ja, hier haben wir dann 14.000 haben wir mit rausgenommen. Dadurch, dass wir mit Standardmunition geschossen haben, ja, wird in der 10er Runde hinzugefügt, wenn man mit einem Plus rausgeht. So ja, kann man sich jetzt schon hier fallen lassen. Wir überlegen jetzt ab Station 2 haben wir bekommen. Und dann gehen wir nochmal zurück in die Garage. Ja, zurück in der Garage. Ich hoffe, ihr konntet aus den beiden Runden ein bisschen was mitnehmen. Habt einen kleinen Eindruck vom 705 Alpha bekommen, was er so kann, was er so verzeiht und wie man ihn ganz gut einsetzen kann. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da oder beides am besten. Guckt auch gerne mal bei Twitch vorbei. Da bin ich meistens dienstags und freitags live, so ab 20 Uhr, bei Gelegenheit und Bedarf auch sonntags. Wahrscheinlich auch eher zum Abend hin. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Bis dann. Ciao, ciao.